أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Und zwar heißt es in Sura Ali Imran, ab Vers 14, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ Ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden, und zwar nach was? Nach Frauen, Söhnen, aufgehäuften Mengen von Gold und Silber, also so Schätze und ja, ihr könnt euch das schon vorstellen, Rassepferden, Vieh und Saatfeldern. Das sind jetzt alles Dinge, die immer schon den Menschen sehr, sehr lieb waren, sehr attraktiv waren für die Menschen. Und genau über diese spricht Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, in dieser Aya. Und nach diesem Erwähnen dieser Begehrlichkeiten und allem, was den Menschen gefällt, erwähnt Allah dann, das, was diese Dinge in Wirklichkeit sind, subhanallah, also erstmal wurde uns das schön gemacht und jetzt wird so der Schleier gehoben und gesagt, dass, schaut mal, das ist die Wahrheit von diesen Dingen. Ihr könnt sie nutzen, aber passt auf. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا All das ist die Nutznießung für das Leben dieser Welt. Was ist Mata'? Mata' bedeutet Nutzen auf Zeit. Nutzen auf Zeit. Wenn ich jemand etwas gebe, auf Zeit, damit er es benutzen kann. Das würde Matar heißen. Zum Beispiel Möbel im Haus werden auch Matar genannt. Ja, Möbel im Haus, die benutzt man ja. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt Schmuck habe, ja, dann, das kann ich ja vererben. Das benutzt man jetzt nicht in dem Sinne wie ein Stuhl oder ein Tisch. Das wird nicht so abgenutzt. Ja, aber jetzt Möbel zum Beispiel, Möbel sind Matar, sind Nutzen auf Zeit. Oder auch diese ganzen Dinge, die man so für das Leben so braucht. Kleider, Versorgung, das ist alles Mata. Und das Wort Mata beträgt auch in sich die Bedeutung von Genuss. Also Nutzen, aber auch Genuss ist auch schon da. Und das alles aber auf Zeit. Das wurde euch alles auf eine kurze Zeit gegeben, als Prüfung. Und das ist nur für das Leben dieser Welt. Ihr könnt es nur mitnehmen, wenn ihr es in Form von Gehorsam und in Form von guter Tat vorausschickt. Ansonsten wird es hier bleiben, ihr werdet es verlassen oder die Dinge werden euch verlassen. Subhanallah. Der Prophet Sassim sagt auch in Sahih Muslim, dass Huffatil Jannatu bil Makarih wa Huffatil Nar bil Shahawat, dass das Paradies ist umgeben, also wer zum Paradies will, muss da durchgehen, das Paradies ist umgeben von den verabscheuten Dingen, was schwer ist für den Menschen, was schwer ist für dein Ego, was schwer ist für deine Triebe. Und das Feuer, das Höllenfeuer ist von den Shahawat, von den Begierden und Trieben umgeben. Ja, aber wir wissen auch, der Prophet Sassim sagt auch, dass Allah den Weg zum Paradies denen leicht macht, die ausziehen auf seinem Weg, Wissen zu erwerben. Allah möge uns alle zu denen gehören lassen. Ja, also all diese Dinge wurden uns nur kurz gegeben. Die sind nicht für immer da. Wir sollen uns die nicht in denen so verlieren, als ob es kein Morgen gäbe, als ob es kein Erwachen gäbe, als ob es kein Zurückkehren gäbe, sondern man soll sie so benutzen, wofür sie auch gedacht sind.
Man soll sie in dem Sinne, in den Grenzen benutzen, wofür sie auch gedacht sind, wie Rumi sagt in einem Gedicht wohl, dass das Wasser ist so lange gut, solange es unterm Boot ist. Dann ist es gut und nützlich, weil sonst kann das Boot ja auch nicht schwimmen. Wenn kein Wasser unterm Boot ist, wenn du nicht verheiratet bist, du hast keine Kinder, du hast kein Landbesitz, du hast keine Schätze, du hast keine Versorgung, kannst du auch nicht leben. Du brauchst diese Dinge, damit dieses Boot deines Lebens, damit das schwimmen kann. Aber wenn das Wasser in das Boot reinkommt, dann ist Vernichtung. Ja, das Wasser ist gut, solange es unterm Boot ist. Dunja ist okay, solange es unterm Boot ist, nicht in deinem Herzen. Wenn es aber in dein Herz reinkommt und du auf einmal dich selber darin verlierst, dann haben wir ein Problem. Dann geht man darin unter. Dann geht man darin unter. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Und bei Allah, bei ihm ist ja die schönste Heimkehr. Husnu, schön, gut, und Ma'ab von Aub, Heimkehr, zu etwas zurückkehren. Subhanallah, wo man eigentlich hingehört. Was heißt denn Heimkehr? Heimkehr heißt ja nicht ein Reiseziel oder ein Touristenort, sondern da, wo man eigentlich hingehört. Man kehrt zurück, man kehrt heim. Ja, zu ihm ist die eigentliche schönste Heimkehr. Subhanallah. Ja, deswegen soll man bei Allah immer Dua machen für Gutes in Dunya und für Gutes in Akhira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Und Allah bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Subhanallah. Qul, sprich, a'unabbi'ukum bi khayrim min dhalikum. Und das ist auch eine sehr schöne Art und Weise. Der Prophet s.a.w. soll uns hier fragen. Das soll ich euch berichten? Soll ich euch sagen? Soll ich euch Kunde geben über etwas, was besser ist als all dies? O ihr? Also er überlässt quasi uns, das wollt ihr wissen, dass es noch etwas anderes, Besseres gibt? Also jetzt wurde eben gesagt, dass nein, das sind Dinge, die ziehen euch an. Das ist wie ein Magnetfeld. Das ist etwas, was jeder Mensch immer schon gemocht hat. Ihr müsst aufpassen, das ist Prüfung. Und jetzt heißt auf einmal, das löst euch. Soll ich euch etwas sagen, was noch viel besser ist? Ihr denkt, das ist gut? Ihr denkt, das ist schon das Ausgeschmückteste und Schönste, was es geben kann? Und ihr wollt eure Augen nicht heben zu etwas, was besser ist? Ich sage euch etwas, was besser ist. Naba, a'unabbi'ukum. Naba sagt man für eine Kunde, die groß und wichtig ist. Und in der auch Nutzen ist. Ja? Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Nach der großen Kunde. Ja, naba, a'unabbi'ukum. Der Nabi ist auch von dieser Wortwurzel. Der Prophet. Der gibt Kunde, und zwar eine große, wichtige, in der auch Nutzen ist. A'unabbi'ukum. Soll ich euch berichten? Soll ich euch verkünden? Soll ich euch Kunde geben? Von etwas Großem? Was? Was ist besser als all dies? Was ist mit all dies gemeint? Diese Hubbu Shahawat, diese ganzen Begehrlichkeiten, die wir gerade besprochen haben, wollt ihr wissen? Nämlich was? لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Das für diejenigen, die Taqwa hatten, die gottesfürchtig waren, die auf Allahs Zufriedenheit und Unzufriedenheit achteten, sich hüteten vor Allahs Unzufriedenheit, für sie wird bei ihrem Herrn, das wird als erstes erwähnt, für sie ist bei ihrem Herrn, Lilladin, als erstes für sie, wird als erstes erwähnt. Dann, als zweites, direkt, bei ihrem Herrn. Was wird bei ihrem Herrn für sie sein? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Gärten, nicht ein Garten. Gärten, unter denen die Flüsse fließen. Subhanallah. Darin werden sie ewig bleiben. Khalidina fiha. Also nicht auf kurze Zeit. Man weiß nie, wann man wieder weg muss. Nicht auf kurze Zeit und auf so eine Art und Weise, dass man 30% Genuss hat, aber auch 70% Probleme. So ist das doch, oder? Kennt ihr eine Beziehung zu irgendetwas, zu irgendeinem Menschen oder zu irgendeiner Sache, in der nur Genuss und Gutes ist? In dieser Dunja gibt es das nicht. Sobald du Schätze hast, hast du auch 50% Sorge, dass sie dir keiner wegnimmt. Da musst du in der Bank ein Dings mieten, wie heißt das, diese Fächer, wo man abschließen kann, da musst du das mieten, da musst du Angst haben, dass da kein Überfall ist, dann ist der Neid der Menschen da, das, woher haben die das denn? 10 Probleme mit einem Genuss. Aber in Akhira ist das nicht so. Da ist nur Genuss, da ist nur Frieden und all das noch für ewig. Nicht für kurze Zeit. Keine Angst, dass man weg muss oder dass der Genuss dich verlässt. Khalidina fiha. Und diese Flüsse, die hier beschrieben werden, die wir wissen, im Koran werden die beschrieben von Flüsse von klarstem Wasser. Reinster Honig, weißeste Milch und Wein, welcher dich nicht betrübt oder dich nicht beschwert und nicht deine Sinne, dass du deine Sinne verlierst. Solche, das sind die Flüsse, die es dort geben wird. Allahu Akbar.
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Und Ehepartner. Azwaj ist, die Mufassirin sagen, das ist für die Frauen gemeint. Aber natürlich für die Frauen, die werden auch entsprechende Ehepartner haben. Mutaharatun, vollkommen gereinigte. Nämlich von seelischen Makel und auch von physischen Makel. Das heißt, sie werden keine physischen Makel haben, wie ihr wisst, ja, wie der Mensch halt Makel hat, was Schweiß und Gerüche angeht und Notduft angeht und all diese Dinge. Und Blut angeht und all das, was der Mensch selber an sich nicht so gerne mag. Was er versucht zu bedecken. Was er versucht mit Parfum und mit Waschen und mit ständig wegzubekommen. Das alles wird es dort gar nicht mehr geben. Und genauso auch seelische Makel. Wie Neid, wie Hass, wie Kleinherzigkeit, wie Spitzzüngigkeit, wie nicht etwas gönnen können, wie Mangel an Wohlwollen. All das, was uns unser Leben hier manchmal so schwer erträglich macht, weil Menschen nun mal so sind, all das wird es in Jannah auch nicht mehr geben. Solche Partner, an denen du nur Gutes hast, an denen du nur Genuss hast. Du für sie und sie für dich. Subhanallah. Und das Beste, und das kommt zum Schluss, وَرِدْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ und Zufriedenheit von Allah. Aber das wird einem dort nur gegeben werden, wenn es hier schon auch für einen wichtig war. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. Wenn hier einem schon wichtig war, dass ich möchte, dass Allah mit mir zufrieden ist, deswegen achte ich darauf, wie ich mit diesen Dingen umgehe, mit Frauen, mit Kindern, mit all das, was Allah mir gegeben hat, deswegen achte ich auf Allahs Zufriedenheit, der wird dann auch im Jenseits Ridwan von Allah bekommen. Das Wort Ridwan kommt von Radat, ja? Wenn wir sagen Radiyallahu anhu, das ist dieselbe Wortwurzel. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Ridwan ist die Zufriedenheit. Dass Allah Wohlgefallen findet. Dass er das, dass ihm gefällt, wie man ist. Ridwan, subhanallah. Wallahu basirun bil ibad, und Allah ist allsehend über seine Diener. Subhanallah. Jetzt zählt mal durch. Ich glaube, einerseits sind 7 oder 8 Dinge genannt. Frauen, Kinder, Begehrlichkeiten, Ackerfeld, Vieh und all diese Dinge. Ich glaube, 7 oder 8 Dinge sind das. Und andererseits sind nur 3 Dinge genannt. Jannatin, Azwaj Mutahara, Waridwan. Ja, aber schaut mal auf die Qualitätsunterschiede. Ja, also nicht Quantität, Qualität. Das ist, was eigentlich zählt. Und der Gläubige ist hier im Leben auch schon jemand, der Qualität hinterhergeht, nicht der Quantität. Ja? Nicht der Quantität. Und je unvernünftiger der Mensch ist, desto mehr läuft er der Qualität hinterher, der Quantität hinterher. Ist doch so. Für Kinder ist unglaublich wichtig immer, wie viel sie haben. Oder? Wie alt sie schon sind. Da zählen sie immer die Jahre und sagen, ja, ich bin schon so. Oder immer diese Zahlen. Und je älter man wird, hoffentlich, also das wäre ideal, je älter man wird, desto mehr weiß man zu schätzen, dass diese Zahlen oder diese Kilogrammanzahl oder diese Mengenverhältnisse, die sind gar nicht so wichtig, wenn die Qualität nicht vorhanden ist. Die Qualität macht es eigentlich aus. Je vernünftiger man wird, desto mehr sagt man, nee, lieber auf Qualität achten. Auch wenn du weniger hast, aber dafür ist es sauber. Dafür ist es, kann es lange halten. Dafür ist es etwas, wovon ich lange Nutzen habe. Ja, aber der Unvernünftige, der kauft dann immer weiter, Billigware. Warum? Weil er denkt, nee, ist doch viel mehr. Aber eigentlich sind das nur leere Kalorien, die er zu sich nimmt. Ja, das ist doch diese Qualität und Quantität. Hier sieht Allah einerseits so viele, erzählt Allah uns, Attraktionen, für die Allah uns anfällig gemacht hat. Aber andererseits sagt er, das schaut mal, ich sage euch auch jetzt schon, was besser für euch ist. Und das sind diese Dinge, die sie in Qualität um so einiges übertreffen. Subhanallah. Das Paradies wird im Koran auch beschrieben, dass walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dass für euch wird im Paradies sein, was immer ihr begehrt. Da ist dasselbe Wort. Tashtahi. Eben wurde ja gesagt, hubbu shahawati. Die Liebe zu den Begierden, zu den Trieben. Und jetzt sagt der Mensch, ja gut, das ist jetzt mein Trieb, soll ich dem gar nicht nachgehen, immer kontrollieren, immer soll ich aufpassen. Und jetzt sagt Allah uns im Koran, in der anderen Aya, dass keine Sorge, es kommt ein Ort, wo ihr alles bekommt, was ihr begehrt. Tashtahi anfusukum. Also das wird erfüllt werden. Das wird erfüllt werden, wenn ihr nur auf die kurze Zeit euch mit Geduld und mit Zufriedenheit und mit Zurückhaltung übt. Subhanallah. Subhanallah. Ja, nicht auf den Weg verlieren. Schaut mal, ein anderes Beispiel auch für dieses, dass man sich nicht auf dem Weg zum Ziel verliert. Denkt mal nochmal an die Geschichte von Talut und seinen Soldaten, wo er gesagt hatte, dass wir wollen jetzt dieser Armee begegnen. Da sind wir, auf diesem Ziel sind wir, weil wir wollen, dass Allah mit uns zufrieden ist. Auf dem Weg wird ein Fluss sein und von dem dürft ihr nur ein bisschen trinken. Ihr dürft trinken, aber nur ein bisschen. Aber wer sich voll trinkt damit, der wird nicht mehr weiter zum Ziel kommen. Und genauso war es, Subhanallah. Wer sich von Dunya voll
Wer Dunja so viel haben will, dass er sich das hier schon zum Paradies macht und dabei keine Grenzen, kein Recht, keine Anständigkeit achtet, der wird zurückbleiben. Der wird das Ziel nicht erreichen. Der wird ganz woanders landen. Und wer ein bisschen nimmt, so dass er satt ist, ihm geht's gut, er kann arbeiten, aber er hat das Ziel noch vor Augen, der darf dann weitergehen. Ja, versteht ihr das Gleichnis? Genauso heißt es auch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde mal gefragt, bei Ibn Majah ist ein Hadith, dass ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulullah, führe mich zu einer Tat, dass wenn ich sie tue, liebt mich Allah und die Menschen lieben mich auch. Also sag mir eine solche Tat, dass wenn ich die mache, alle lieben mich, Allah auch und die Menschen auch. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, izhad fi dunya, also mach Zuhud in Dunya, also entsage der Welt. Aber nicht jetzt auf eine Art, wie ein Mönch entsagt, sondern so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja, so nach der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das entsage der Dunya, Allah wird dich lieben. Und entsage dem, was bei den Menschen ist, und die Menschen werden dich lieben. Subhanallah. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das sind ja Attraktionen. Man wird ja angezogen. Ja? Und so nach dieser Anziehung laufen jetzt alle los. Alle laufen Richtung Frauen, Reichtum, Schätze, und all das, was wir gesagt haben. Alle laufen, 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 laufen. So, jetzt sagt einer von denen, stopp, ich mache nicht mit. Und bleib stehen. Der bleibt stehen, der macht nicht mit. So, jetzt bleibst du stehen, bist du jetzt noch ein Konkurrent für die alle, die laufen. Jetzt bist du ja kein Konkurrent mehr. Deswegen müssen sie dich jetzt auch nicht mehr hassen. Oder sie müssen dich nicht mehr mit dem Ellbogen, wegschieben. Weil du bist ja gar nicht mehr ein Konkurrent. Ja, und so ist das hier gemeint, das entsage dem, was bei den Menschen ist, ich muss nicht schöner sein als alle anderen, ich muss nicht schlauer sein als alle anderen, ich muss nicht immer allen anderen beweisen, wie viel ich habe und wie viel ich kann und wie toll ich bin und dass ich ja immer schon so intelligent war und dass meine Lehrer ja alle immer schon begeistert von mir waren. Wir lieben es ja auch immer von uns selber zu reden, immer weiter, als ob alle Menschen nichts anderes zu tun hätten, als uns zuzuhören, wie wunderbar wir sind. Das ist eigentlich, das blamiert den Menschen wirklich auf den Grund und Boden. Wir blamieren uns selber, wenn wir von uns selber so begeistert sind, dass wir anderen Menschen erzählen, wie viele andere Menschen uns ja auch toll finden. Macht das nicht. Ja, macht das nicht und helft auch anderen Menschen, die das noch machen. Die älteren Menschen, okay, die haben das wahrscheinlich als, die sind schon alt, aber wir Jüngere, wir können dagegen noch etwas tun. Bei diesen Wettkämpfen einfach nicht mehr mitmachen. Unser Wettkampf ist welcher? Dass Allah mit uns zufrieden ist. Das ist unser Wettkampf. Der Beste von euch ist der, der am gottesfürchtigsten ist. Nicht mehr mitmachen. Ich mache da nicht mit. Ja, ich bin nicht so gut aussehen. Ich habe nicht die neueste Mode. Ja, ich habe einen Mantel, der schon 4 Jahre alt ist. Ich habe Schuhe, die noch älter sind. Aber die laufen noch. Mein Auto ist nicht ein Auto, das ich überall rumzeigen kann. Ja, und? Ja, das ist etwas, was... das macht dich stark. Das macht dich nicht schwach, sondern es beweist dir selber und Allah auch, dass du diese Dinge nicht brauchst, sondern dass du über den Dingen stehst. Dass das, was du wirklich willst, die Zufriedenheit von Allah ist. Nochmal, was aber nicht heißt, dass wir nicht gute Dinge haben dürfen, wenn wir sie gut gebrauchen. Ja? Dass man extra jetzt kaputte Sachen hat oder das Billigste hat. Nein, Qualität ist etwas, was der Gläubige auch haben möchte. Ich glaube, das ist inshallah allen klar geworden. Jetzt würde ich euch gerne als Exkurs ein paar Hadithe und Aussagen über das Paradies vorlesen, die wir alle schon kennen. Aber weil sie jetzt, ja, weil der Boden jetzt bereitet ist, jetzt, wenn wir jetzt die Samen auswerfen, dann werden sie besonders, inshallah, auf fruchtbaren Boden fallen, weil wir über die Eier gesprochen haben. Und weil der Prophet sallallahu uns fragen soll, hier nach dem Koran, das soll ich euch etwas berichten, was besser ist als all das. Und deswegen sollen wir uns nochmal erinnern, was ist denn so viel besser am Paradies? Was ist so besonders am Paradies? Und es gibt viele, viele Aussagen, das ist jetzt nur ganz kleine Auswahl, dass der Prophet sallallahu zum Beispiel in Sahih Muslim sagte, dass wenn die Leute ins Paradies eintreten, wird ein Rufer ausrufen, also man tritt gerade ein, man hat es geschafft, und dann wird ein Rufer oben ausrufen, dass in der Tat, möget ihr gesund sein und nie wieder krank werden, möget ihr leben und nie wieder sterben, möget ihr jung bleiben und nie alt werden, möget ihr genießen und nie Trauer oder Bedauern erleben. Subhanallah. Ich glaube, das würde schon reichen. Das würde schon reichen, dass man so etwas im Paradies, dass man das erwartet. Genauso heißt in Sahih al-Bukhari vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es wird kein Hass oder Abneigung oder auch schlechte Gefühle unter ihnen, den Paradiesbewohnern, geben. Ihre Herzen werden wie eins sein. Subhanallah. Es gibt, glaube ich, keine Familie, in der das heutzutage so ist. Oder? Es gibt doch nicht mal Familien, wo man das noch sagen kann, dass die haben Herzen, als ob sie ein Herz wären.
Subhanallah, subhanallah. Ihre Herzen werden wie eins sein und sie werden Allah preisen, morgens und abends. Subhanallah. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mishkat al-Masabih, dass der Platz, wo man nur eine Peitsche hinlegt, also sowas, Peitsche ist ja wie ein Stock, ja, sagen wir mal, ein Stock hinlegt, von einem von euch im Paradies, ist besser als alles, worüber die Sonne aufgeht. Also diese gesamte Dunya mit den Diamanten und Schätzen und Autos und Industrien und Reichtümern und Inseln und alles, was es so Schönes gibt. Ein, wo man einen Stock hinlegt im Paradies, dieser Ort ist besser als all das. Die Gefährten fragten den Propheten s.a.w. über die Gebäude, über die Häuser im Paradies. Und er antwortete mit einer Beschreibung und er sagte darin, bei Ahmed wird das überliefert und bei Tirmidhi auch und bei anderen, dass die Steine der Gebäude werden aus Gold und Silber sein und der Mörtel von duftendem Moschus. Und die Steinchen werden aus Perlen und Saphiren sein. Und der Boden oder die Erde auf der Boden von die Erde vom Boden wird von Safran sein. Wer auch immer dort eintritt, wird Freude und Genuss verspüren und er wird sich nie elend fühlen. Und er wird dort für immer und immer leben und niemals sterben. Und die Kleidung, die sie tragen werden, wird nie abgetragen werden. Und ihre Jugend wird niemals weniger werden. Subhanallah. Dann dieses längere Hadith, ich versuche es kurz zu fassen, dass die letzte Person, die in das Paradies eintreten wird, also erstmal gehen ja die ersten rein und dann werden noch einige bestraft. Und jetzt kommt der letzte, der das Höllenfeuer Höllenfeuer verlässt und der darf als letztes ins Paradies ein. Der wird kriechend aus dem Höllenfeuer verbrannt und ja, elend aus dem Feuer herauskommen. Und wenn er einmal da vorbei ist, wird er sich umdrehen und sagen, Preis sei dem, der mich davor bewahrt hat, vor dem Feuer. Also er dreht sich zum Feuer um und sagt, Gott sei Dank bin ich da raus. Und wahrlich, Gott hat mir etwas gegeben, was er weder dem ersten noch dem letzten gegeben hat. Also er ist so dankbar, dass er sich so ausdrückt, als ob er das Beste bekommen hat, was es überhaupt gibt. Dann wird ein Baum vor ihm wachsen und er wird sagen, oh mein Herr, bring mich näher zu diesem Baum, sodass ich darin Zuflucht suche unter dem Schatten und von seinem Wasser trinke. Allah erhaben ist er und gepriesen und erhaben ist er, wird sagen, oh Sohn Adams, wenn ich dir das gebe, gewähre, wirst du mich für nichts anderes mehr bitten? Und dieser Mensch wird sagen, nein, mein Herr, und er wird versprechen, dass er nichts anderes mehr danach bitten wird. Sein Herr wird ihm das erlauben, gewähren, weil er sieht, dass er dieser Mensch keine Geduld hat, mit dem zu widerstehen, was er dort gesehen hat. So wird er ihn näher bringen und er wird dort Zuflucht suchen und von seinem Wasser trinken. Dann wird ein anderer Baum, also erhoben werden vor ihm, der noch schöner ist als der erste. Und er wird sagen, oh mein Herr, bring mich näher zu diesem Baum, sodass ich von seinem Wasser trinke und Zuflucht suche in seinem Schatten. Ich werde nichts mehr danach bitten. Der Allah wird sagen, oh Sohn Adams, hast du mir nicht versprochen, dass du mich nach nichts mehr bitten wirst, beim ersten Mal? Und er wird sagen, wenn du mich näher bringst zu diesem vielleicht, werde ich dann nichts mehr für nichts anderes mehr bitten. Er wird es wieder versprechen und sein Herr wird es ihm gewähren, weil er sieht, dass dieser Mensch keine Geduld hat, dem zu widerstehen, was er gesehen hat. So wird er ihm näher gebracht und er wird dort Zuflucht suchen und von seinem Wasser trinken. Dann wird ein anderer Baum nahe am Tor des Paradieses erhoben werden. Ja, also er ist immer noch außerhalb des Paradieses. Jetzt ist der nächste Baum ist ganz in der Nähe vom Tor des Paradieses und der ist noch schöner als die ersten zwei. Und er wird sagen, oh mein Herr, bring mich noch näher zu diesem Baum, so dass ich darin Zuflucht suche und von seinem Wasser trinke. Und ich werde dich danach für nichts anderes mehr bitten, um nichts anderes mehr bitten. Er wird sagen, oh Sohn Adams, hast du mir nicht versprochen, dass du mich um nichts anderes mehr bittest? Er wird sagen, doch mein Herr, ich werde dich für nichts anderes mehr bitten. Sein Herr wird es ihm gewähren, weil er sieht, dass er keine Geduld hat, dem zu widerstehen, was er gesehen hat. Er wird näher gebracht werden und wenn er nahe daran ist, hört er die Stimmen der Leute des Paradieses und er wird sagen, oh mein Herr, lasse mich in das Paradies eingehen. Er wird sagen, oh Sohn Adams, was wird dich dazu bringen, aufhören zu bitten? Wird es dich erfreuen, also wird es dich zufrieden machen, wenn ich dir so viel gebe, wie die gesamte Welt und nochmal so viel? Das ist in dieser Riwaya. In der anderen Riwaya heißt es, glaube ich, sogar 10-mal so viel. Ja, also gibt verschiedene Riwaya. Hier heißt es, wenn ich dir so viel gebe, wie die Welt und nochmal so viel. Und er wird sagen, oh mein Herr, machst du dich über mich lustig und du bist doch der Herr der Welten. Also er kann es nicht glauben. Er sagt das nicht aus Frechheit, sondern weil er es nicht glauben kann, dass er sowas gefragt wird. Und Ibn Mas'ud, der das Hadith überliefert, der lächelte, als er das sagte. Und er sagte, wollt ihr mich nicht fragen, warum ich lächle? Und sie sagten das, warum lächelst du? Und er sagte, so hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch diesen Teil berichtet. Er lächelte. In einer anderen Überlieferung heißt es, er lachte so viel, dass man seine Backenzähne sehen konnte. Also der Prophet hat richtig Freude gezeigt.
Und wir fragten dann ihn, o Gesandter Allahs, warum lächelst du? Und der Gesandte Allahs sagte, weil der Herr der Welten lächeln wird, wenn er sagt, dass, wenn der Diener sagt, machst du dich lustig über mich und du bist der Herr der Welten, Allah wird lächeln und sagen, dass ich mache mich nicht lustig über dich, sondern ich bin dazu fähig zu tun, was immer ich wünsche. Also ich kann das für dich tun und er wird ihm so viel geben wie die gesamte Welt und nochmal so viel. Der letzte Mensch, der in das Paradies eingeht. Alle anderen sind schon da. Subhanallah. Und in einem anderen Hadith heißt es auch, dass wenn alle Menschen im Paradies sind, die da reingehören, dann wird immer noch Platz im Paradies übrig sein. Viel Platz. Und in einer Überlieferung heißt es, und Allah wird eine andere Schöpfung, die ihm gefällt, erschaffen, die dann diesen Platz bewohnen wird. Subhanallah. Ja, also der sich Sorgen macht, dass wenn ich hier verzichte, nicht, dass ich dann nichts bekomme. Ja, der soll wissen, dass Allahs Schätze sind unermesslich. Allah kann geben, wem er will, wie viel er will, ohne zu berechnen. In einem anderen Hadith heißt es bei Bukhari, das war von Muslim, diese Überlieferung eben, die war von Sahih Muslim. In der nächsten Überlieferung von Sahih al-Bukhari heißt es, dass ein Mann wird Allah bitten im Paradies, dass er hat alles, was er will, aber ich würde gerne Dinge, wie sagt man, auf dem Acker bestellen. Weil er war vielleicht Bauer im Leben und er wird das gerne so haben. So wird ihm das erlaubt werden, wird ihm das gewährt werden und er wird Pflanzen sehen und wenn ein Augenblick vorbei ist, wird er schon wachsen sehen und ernten und auch, auf Berge aufgetürmt haben. Also die ganze Mühe ist weg. Er kann zwar wachsen lassen, aber ohne Mühe, sondern es wird ihm nur noch Freude bereiten. Was ist das Schönste beim Ackerbau? Das Schönste ist ja die Ernte. Ja, also die ganze Mühe ist weg und er hat nur noch die Ernte, subhanallah. Dann heißt es genauso auch bei Bukhari, dass Allah wird zu den Menschen des Paradieses sagen, o Ahl al-Jannah, o Leute des Paradieses. Und sie werden sagen, hier sind wir, unser Herr, labbaika wa sa'adeik, hier sind wir zu deinen Diensten und alles Gute ist ja in deiner Hand. Allah wird sagen, seid ihr zufrieden? Und sie werden antworten, warum sollten wir nicht zufrieden sein, wo du uns gegeben hast, was du noch keinem anderen deiner Schöpfung gegeben hast? Und er, Allah, wird sagen, soll ich euch nicht etwas geben, was noch besser ist? Und sie werden sagen, o unser Herr, was könnte besser sein? Die sind wunschlos glücklich, die haben... Allah wird sagen, ich gewähre euch meine Zufriedenheit und ich werde nun nie wieder mit euch unzufrieden sein. Subhanallah. Allah möge uns von diesen Menschen sein lassen, die das von ihrem Herrn hören werden. Und denen in dieser Welt schon das so wichtig ist, diese Zufriedenheit von Allah, dass sie dementsprechend auch leben. Weil, ich meine, genau das sind die Leute, denen das dann auch geschenkt werden wird. Wie beschreibt Allah jetzt diese Leute, die bei ihrem Herrn Gärten haben werden und für ewig sein werden und die Zufriedenheit von Allah bekommen? Allah beschreibt sie in der nächsten Aya. Es heißt, الَّذِينَ يَقُولُونَ, das sind die, die sagen, رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا. Die sagen, o unser Herr, wir glauben. Wir glauben, wir vertrauen, wir sind zufrieden, fühlen uns sicher in unserem Iman. Kein Zweifel. Amen ist ja auch Sicherheit. Ja, und Amanna, wir finden Sicherheit und Frieden in Glauben an dir. Da ist kein Zweifel, wir sind 100% überzeugt, wir glauben und wir leben nach diesem Glauben. Faghfir lana dhunubana, so vergib uns unsere Sünden. Nicht wir glauben und deswegen sind wir ja schon auf der sicheren Seite. Das ist ein ganz gefährlicher Gedanke. Dazu komme ich gleich noch. Falls ich das vergesse, erinnert mich. Dieser Gedanke von sich schon sicher fühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind hier Leute, die glauben. Und gleich sehen wir, was die noch alles so tun. Trotzdem sagen sie, فَغْفِرْ لَنَا, so bitte vergib uns. Vergib uns, bedeck für uns unsere Sünden. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, und bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Das sind ihre Qualitäten. Sie glauben, sie vertrauen und dann machen sie noch Dua. Sie bitten Allah. Und sie erfüllen auch die Erfordernisse des Iman. Wie sind sie nämlich? As-Sabirina, was-Sadiqina, wal-Qanitina, wal-Munfiqina, wal-Mustaghfirina bil-Ashar. Die sagen nicht nur, wir glauben und dann merkt man nichts an ihrem Leben, dass sie Gläubige sind. Man muss sie fragen, bist du Muslim? Weil man nichts an ihrem Verhalten sieht, was islamisch wäre. Nein, nicht so, sondern die sind geduldig, as-sabirina, und wir haben schon oft gesagt, sabr ist, die wörtliche Bedeutung ist sich zurückhalten, sich halten von Verhalten, welches entgegen von sabr wäre. Und das bedeutet eben Geduld im Gehorsam, Geduld in den Dingen, in denen du dich zurückhalten musst, also Geduld im Zurückhalten von Haram, Geduld im Vermeiden von Ungehorsam und genauso auch Geduld in Schicksalsschlägen.
vornehmlich zurückhalten vor einem solchen Verhalten, welches Allah unzufrieden machen würde. Schlechtes Sagen, schlechtes Tun und so weiter. All das ist Geduld. Das sind geduldige Leute, die haben einen langen Atem. Die verlieren sich nicht, die sind nicht eilfertig, die sind nicht ungeduldig in diesem Leben. Was-Sadiqina, und das sind wahrhaftige Leute. Der Sadiq ist der Sabirin und Sadiqina, subhanallah. Das ist so eine so ausgeglichene Persönlichkeit. Schaut mal, im Koran werden die Leute, die ungeduldig sind, die Kuffar sind und ja, die schlechten Leute, die werden beschrieben, dass wenn sie Gutes von Allah bekommen, dann jubeln sie und frohlocken sie und werden stolz und sagen, seht ihr, guck, wie gut es mir geht und ich habe alles und sind geraten völlig außer sich. Keine Ruhe, kein Sabr, weder im Guten noch im Schlechten. Und wenn ihnen Schlechtes passiert, dann jammern sie, dann verlieren sie jede Hoffnung, sie verzweifeln und sie sind undankbar und sind wieder völlig außer sich. Was ist dann der Gläubige? Er ist geduldig im Guten und er ist auch geduldig im Schlechten. Er ist eine ausgeglichene Persönlichkeit. Ja? Und deswegen jetzt was-sadiqina. Und er ist auch wahrhaftig. Und zwar wahrhaftig mit Allah, wahrhaftig mit den Menschen, und das vergessen wir meistens, wahrhaftig mit sich selber. Ehrlich mit sich selber. Er gibt selber zu, wo seine Mängel und Schwächen sind. Sadiqina, mit jedem, mit sich selber, mit Allah, mit den Gläubigen, er ist wahrhaftig, er spricht das Wahre, er denkt das Wahre, er lebt nicht in einer eingebildeten Welt, über sich selber zum Beispiel, dass ich bin ja nie schuld, ich bin immer das Opfer. Das ist so verbreitet, dieses Denken, dass manche Menschen kommen nicht darauf, dass sie vielleicht auch mal schuld sein können. Die kannst du drehen und wenden, wie du willst, die denken immer, die sind das Opfer. Und wir leider auch nur allzu oft. Ja, ich würde ja gern anders, wenn man es mir nicht so schwer machen würde. Das heißt also, wieder jemand anders ist schuld. Ehrlich mit sich selber sein. Ehrlich mit Allah sein. Vor Allah zugeben, vor den Menschen auch, wenn es nötig ist, zugeben. Was-Sadiqina. Die Wahrheit zur Priorität machen. Wie ein Sheikh sagte mal, dass ich ändere meine Meinung, weil ich die Wahrheit will, nicht meine Meinung. Deswegen kann man auch mal seine Meinung ändern. Aber wem seine Meinung wichtiger ist als die Wahrheit, der wird das nicht schaffen. Ja, wem sein Ego und sein Ich größer ist als die Wahrheit, der ist nicht Sadiqina. Was-Sadiqina wal-Qanitina. Qunut ist Lusum al-Ta'a, dass man ständig gehorsam ist, also nicht mal und oft nicht, sondern eine kontinuierliche Gehorsamkeit mit Demut. Und Qunut wird auch für das Sukut gebraucht, für das Stillschweigen, zum Beispiel im Gebet, für dieses Regungslosstehen. Ja, regungslos, kontinuierliche Gehorsam, Demütigkeit, Qanitina. Wal-Munfiqina, und sie geben noch aus, sie denken noch an andere, sie sind wahrhaftig und sie haben noch Mitgefühl und denken an andere Menschen, sonst würden sie ja nicht ausgeben. Sie geben noch, sie spenden, sie teilen, sie denken an das Recht anderer. Sie denken nicht nur an sich, das sind keine Egoisten. Das sind nicht Menschen, die nur für sich selber leben. Die benutzen all das, was so attraktiv ist, und teilen es auch mit anderen, diese Schätze aus Gold und Silber, dass der Ertrag vom Acker fällt. Wenn man Vieh hat und deswegen wohlhabend ist, dann gibt man auch anderen davon. Man teilt mit anderen. Wal-Munfiqina. Und jetzt, nachdem die all das tun, ich meine, das ist ja 24-Stunden-Job, die sind geduldig, die sind Sadiqin, die geben noch aus, die beten noch in Stillstand und die sind noch gehorsam ständig. Nach all dem, was machen die dann? Wal-Mustaghfirina bil-Ashar. Die stehen nachts auf, im letzten Teil der Nacht, Ashar. Sahar ist der letzte Teil der Nacht, indem sich das schon mit dem ersten Licht des Morgens mischt. Deswegen sagt man letzte Drittel der Nacht oder auch früh morgens. Ja, gemeint ist damit dieser letzte Teil der Nacht, wo dann das nächste ist dann was, dass das Frühlicht kommt. Dieser letzte Teil der Nacht. Da stehen die auf, wo man gar nicht aufstehen muss. Das machen die freiwillig. Da ist keine Pflichtgebetszeit. Oder? Letzte Teil der Nacht ist keine Pflichtgebetszeit. Aber sie stehen trotzdem auf. Allah möge uns allen eingeben, dass wir auch diese Zeit nutzen. Sie stehen in diesem Teil der Nacht auf und machen was? Sie bitten Allah um Vergebung. Nach all dem, was sie schon geleistet haben. Das sind Gläubige. Das sind solche, mit denen Allah zufrieden ist. Die, ich sag euch was, die sich darum sorgen, was sie alles noch nicht getan haben. Und nicht die, die darauf ruhen, was sie ja schon alles angeblich gemacht haben. Seht ihr den Unterschied? Die nicht sagen, aber ich mache doch schon das und das und das. Die zählen nicht das, was sie getan haben. Die sehen all die Berge, die sie noch nicht getan haben. Und deswegen bitten sie Allah um Vergebung. Weil, wer bittet denn Allah um Vergebung? Der irgendwo ein
noch Schuldgefühle hat, der irgendwo noch Sorgen hat. Jemand, der unbesorgt ist, der völlig in sich ruht und der sich gar nicht mehr verändern muss, der bittet Allah nicht um Vergebung. Ja, oder der bittet Allah selten um Vergebung. Subhanallah. Und dieses Qanitin kann man auch so deuten, dass im Sinne von diese Attraktionen der Dunya, dass die Menschen auch sind, die auch, wenn sie von Allah bekommen, die damit nicht prahlen, sondern trotzdem gehorsam und demütig bleiben. Das ist ja auch eine große Prüfung in dieser Welt. Wir haben Länder, wo viele Muslime auch zum Beispiel sehr viel von Allah bekommen haben, aber es gibt sehr viele Vorfälle, wo das zum Stolz und zur Unterdrückung anderer führt. So richtig zur Verachtung anderer. Wo Menschen gar nicht mehr als richtige Menschen gesehen werden, weil die einer anderen Klasse, einem anderen Land entspringen. Das gibt es. Das gibt es viel zu viel. Die trotzdem demütig und ehrlich mit sich selber und anständig und gehorsam bleiben. Das ist das, was Allah von uns verlangt, damit er uns seine Zufriedenheit dann schenkt. In diesem Hadith heißt es in Sahih Hadith, Bukhari und Muslim unter anderem, dass jede Nacht, wenn das letzte Drittel der Nacht übrig bleibt, kommt unser Herr, der voller Segen und Erhabenheit ist, herab zu dem niedrigsten Himmel, der Himmel der Welt, der Dunya, und er sagt, gibt es irgendjemand, der mich bittet, sodass ich ihm seine Bitte gewähre? Ist da irgendjemand, der mich anruft, sodass ich ihm antworten mag? Und ist irgendjemand da, der mich um Vergebung bittet, sodass ich ihm vergeben mag? Subhanallah. Dann heißt es genauso, Aisha radiallahu anha sagt über den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dass er Witr, also dieses freiwillige Witr-Gebet, also Tahajjud ist damit auch gemeint, im ersten Teil der Nacht, in der Mitte der Nacht und auch im letzten Teil der Nacht zu verrichten pflegte, aber gegen Ende seines Lebens machte er es eher im letzten Teil der Nacht. So sagt Aisha radiallahu anha in einem Hadith. Und Abdullah bin Umar pflegte seinen Schüler Nafi zu fragen, Nafi, ist schon der letzte Teil der Nacht? Und Nafi würde dann sagen, dass ja, jetzt ist schon der letzte Teil der Nacht. Und Ibn Umar stand dann auf und fing an, Allah zu bitten und seine Vergebung, um seine Vergebung zu bitten, bis es frühmorgens war.